Ja, ich fand das Ganze recht beklemmt beim ersten Zusehen. Und wie sehen Sie das, Herr Wallraff? Können Sie dieser Vision dieser normierten und modularen Arbeitswelt, die gerade auch am Anfang von der Präsentation von dem Herren dargestellt wurde, können Sie der was abgewinnen als Zukunftsmodell für Arbeit? Oder ist das letztendlich die Vollendung der Austauschbarkeit des digitalen Dienstleisters? Ich meine, das ist natürlich eine Ausnahme und ein Riesenwerbekonzept. Ein toller Architekt, muss man ihm lassen. Aber ansonsten ein Modell, der gläserne Mensch in der gläsernen Architektur. Da lobe ich mir doch die Eisenartisten in Mexiko. Ja, so eine Arbeit, da kann man noch stolz drauf sein. Die haben noch einen Zusammenhalt. Ist natürlich in Mexiko eine Exklusivität, weil ich war da auch mehrfach. Und das sind dann schon Aristokraten der Arbeit. Das muss alles in einem bestimmten Gefälle zu sehen sein. Wir müssen hier unsere Arbeitsverhältnisse humanisieren, verbessern. Das strahlt dann auch auf andere Gebiete aus. Aber was wir da sehen, Das ist kein menschliches Miteinander. Das ist auch eine Kontrolle. Das wird hier nicht gezeigt. Ja? Da sieht jeder, was jeder macht. Da gibt es keine Winkel und Ecken mehr, wo man sich zurückzieht. Ja? Also ich würde sagen, das ist Huxleys Brave New World in der Architektur vorweggenommen. Genau, das Arbeitspanoptikum. Ich glaube, Foucault wäre es auch kalt den Rücken runtergelaufen beim Zusehen dieses Filmbeitrags. Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Individualisierung, die wir hier gesehen haben, ein Trend ist, der auch viel durch Selbstständige, die in der digitalen Branche arbeiten und sogenannte Coworking-Modelle dann inspiriert ist und von großen Unternehmen aufgeschnappt wird, so nach dem Motto, ach, die jungen Leute, die sind doch eh keinen festen Arbeitsplatz mehr gewöhnt. Und dann frage ich mich, ob wir uns nicht in unserer fortgeschrittenen digitalen Ökonomie und Arbeitswelt eigentlich auch von sehr hart erkämpften Fortschritten in Sachen humane Arbeitsbedingungen verabschieden, zum Beispiel was die Verschmelzung von Privatleben und Arbeitsleben angeht. Also ich erlebe immer mehr, auch bei Jüngeren, auch bei Studenten, dass es eine Verfügbarkeit des Einzelnen ist, wo es kaum mehr kreative, spielerische Möglichkeiten gibt. Ja, das ist die Effektivität, die abverlangt wird. Und da bleibt der Homo Ludens, der Mensch, der sich auch innerhalb des Spiels, innerhalb der Freizeit verwirklicht, ja, der wird immer weiter reduziert auf nur sein, das, was er innerhalb der Arbeit leistet. Und dann ist diese Arbeit auch noch in Frage gestellt. Es ist prekäre Arbeit. Nur noch jede vierte Arbeitsstelle, die angeboten wird, ist überhaupt eine Vollzeitarbeitsstelle. Das andere, also Italien ist nicht weit entfernt von uns. Das ist mir alles so nah. In solchen Arbeitsbereichen habe ich ja selber recherchiert und auch gearbeitet. Die Paketauslieferer 10, 14 Stunden, fast ohne Pause, 2-3 Euro die Stunde. In der fleischverarbeitenden Industrie 3 Euro. Da ist Deutschland wirklich ein Niedrigstlohnland. Auch wir brauchen einen Mindestlohn. Ja? Den haben wir nämlich auch nicht. Genau, gerne. Das wäre das Mindeste, was erstmal zu erreichen ist. Oder vielleicht, weil Sie es jetzt angesprochen haben und dann schwenke ich gleich um. Aber genau das, warum tun wir uns in dem doch so sozialstaatsstarken Deutschland genau mit dieser Frage Mindestlohn so schwer? Was heißt wir? Ich meine, die Gesellschaft driftet immer mehr auseinander. Es ist ein Riss in dieser Gesellschaft. 10% der Bevölkerung verfügen über fast 70% des Gesamtvermögens. Nicht 1%, fast alles Milliardäre, fast ein Drittel. Und die Reichen werden immer reicher und die Armen immer zahlreicher. Und diejenigen, die von Aufstockung leben, die Firmen werden zum Teil dazu animiert, feste Arbeitsplätze abzubauen, an deren Stelle billigere und schneller zu heuern und zu feuernde Leiharbeiter einzustellen. Das ist alles politisch vorgegeben. Sicher noch auf einem anderen, höheren Niveau als in manchen anderen Ländern. Aber das sind die Nachteile auch der Globalisierung, aber auch der politischen Machtverhältnisse. Ja. Und wie wir es hier gesehen haben, wie Sie eben schon meinten, die absolute, das Ausmaß an Effizienz zu erreichen zwischen Bürostuhl und Laufband und das dann noch als Gefallen für den Mitarbeiter. Herr Werner, ich würde mir jetzt vorstellen, dass das so ziemlich das Gegenteil ist von dem, was Ihnen als ideales Modell für einen Arbeitgeber und seine Arbeitnehmer vorschwebt. Ich würde unheimlich gerne Ihre Reaktion zum Film hören und auch vielleicht gerne hören, wie gestalten Sie Arbeitsplätze
in Ihrem Unternehmen, um sie human zu machen? Naja, also das, was man da gesehen hat, ist ja zum Davonlaufen. Und jetzt muss man sich fragen, in was für einer Welt wollen wir eigentlich leben? Und die muss sich jeder stellen von uns. Ne? Also nicht nur wir hier, auch die da draußen. Ne? Und dann ist die Frage, nehmen wir es denn überhaupt noch ernst, dass unser eigentliches Menschenziel ist, Freiheit zu generieren? Und da hat der Jean-Jacques Rousseau schon vor der Französischen Revolution gesagt, Freiheit ist nicht tun und lassen zu können, was man will, sondern Freiheit ist die Möglichkeit, nicht tun zu müssen, was man soll. Und dieses Denken in Modellen und in Systemen, das ist ja unser Problem. Wir nehmen das Individuelle nicht ernst. Erst wenn wir Freiheit generieren, wenn wir Freiheit substanziell verfügbar machen, dann kann der Einzelne wählen, in welcher Weise er teilnehmen möchte oder nicht. Und Albert Einstein hat ja schon so schön gesagt, wir können die Probleme von heute nicht lösen mit dem Denken, durch das die Probleme von heute entstanden sind. Aber wenn man Ihre Sendung sieht und den Aufbau Ihrer Sendung, da folgen Sie genau dem alten Denken. Also mit dieser Methode werden wir nicht weiterkommen. Da kriegen wir mal ein Büro, was so ist, und mal ein Büro, was so ist. Aber wir müssen ja dem einzelnen Individuum gerecht werden. Und das wirkliche Problem, was wir haben, ist diese Verkoppelung von Arbeit und Einkommen. Und deswegen ist das Mindesteinkommen zwar eine notwendige Sache, wenn wir weiterhin so alt denken wie bisher. Aber es ist ein Weg in eine Sackgasse. Weil wir müssen Arbeit und Einkommen voneinander entkoppeln. Wir müssen anerkennen, dass der Mensch ein Einkommen braucht, um leben zu können. Das können Sie beobachten. Und dass es überhaupt nichts mit der Arbeit zu tun hat. Und wenn wir im Artikel 1 unserer Verfassung deklamieren, müsste man fast sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar, ja, dann frage ich, warum tun wir das nicht verwirklichen? Das ist ein Gebot unserer Verfassung, was noch nicht einmal die Verfassungsrichter denken können. Also die Frage ist, sonst könnte das ja alles gar nicht stattfinden, was wir haben hier bei uns. Hartz IV und wie Sie es nennen wollen. Dass das Einkommen an der Arbeit klebt, ist unser Problem. Aber die Arbeit braucht kein Einkommen. Das einzelne Individuum, der einzelne Bürger, die einzelne Bürgerin, die braucht ein Einkommen. Also muss das Einkommen am Menschen kleben. Dann, das war schön in dem italienischen Beitrag zu sehen, diese Zukunftsangst. Mhm. Also das ist ein Elitenproblem. Das ist ein Problem, warum Eliten hätten sie da befragen sollen. Ne? Das ist ein Elitenproblem. Die Eliten können das nicht denken und wollen das auch nicht denken. Das Problem ist, dass unsere Eliten, und da zähle ich mich auch dazu, wenn Sie das erlauben, dass die eigentlich degeneriert sind zu Feudalisten. Es liegt aber auch daran, wir leben in einer Kastengesellschaft inzwischen. Ja? Es sind immer mehr abgeschirmte, geschlossene Gesellschaften. Und Akademiker, Kinder werden zu 80% haben die Chance, mit Akademiker zu werden, weil sie privat gefördert werden oder auch die Brieftasche entscheidet, ob jemand zum Studium kommt. Und Arbeiterfamilien oder Kinder mit Migrationshintergrund sind so gut wie chancenlos. Und das in Deutschland sehr, sehr zementiert zurzeit. Das war in der Brandt-Ära, war das mal ganz anders. Aber das ist ein Kulturproblem. Das, was Sie alles da gesehen haben, sind alles Beispiele, die eigentlich ganz beliebig sein könnten. Die Frage ist, wie wir darüber denken. Und solange wir das nicht ernst nehmen, dem anderen Freiheit zuzubilligen, die Bedingungen für Freiheit, solange wir es nicht ernst nehmen, dem anderen auf Augenhöhe zu begegnen, also Gleichheit, solange wir das noch nicht ernst nehmen. Aber genau dieses Konzept der Gleichheit ist doch ganz unterrepräsentiert in den meisten ökonomischen Strukturen. Und jenseits der Tatsache, dass sich diese Einkommensschere und auch diese Disparitäten zwischen diesen verschiedenen Kassengruppen ja immer erweitern und auch gerade in sogenannten Middle-Income-Countries, also in Ländern, die jetzt auch ein Land wie unseres, eben diese Schere einfach signifikant immer weiter auseinandergeht. Und allein der Gedanke, wie ich in meiner Anmoderation meinte, warum ist die Arbeit eines einen so viel weniger wert als die Arbeit eines anderen? Es gibt ja Unternehmen,
soziale Unternehmen, die den Ansatz haben, diese Schere zu verkleinern. Also dass zum Beispiel der Manager, der Top-Manager, nicht mehr als 4-mal verdienen sollte. Aber entschuldigen Sie, wie der das, am wenigsten das ist doch ein Ablenkungsmanöver. Das ist doch ein Ablenkungsmanöver. Machen Sie sich doch um die Top-Manager keine Sorgen. Um die kümmert sich der liebe Gott. Lassen Sie uns die Sorgen machen, dass der einzelne Mensch in unserer Gesellschaft ohne Druck, ohne Existenzangst, ohne Machtausübung, dass er leben kann. Und dazu braucht er ein Einkommen. Das müssen wir endlich mal anerkennen. Ich habe hier mal eine Diskussion gehabt auf dem Rittermarkt, gerade um die Ecke, glaube ich, ne? mit einem Münchner. Ne? Ja, was glauben Sie, was dem über das Grundeinkommen erzählt hat? Natürlich. Solange wir meinen, dass nur ich tüchtig bin und die anderen sind alle faul, und den anderen, solange wir sozusagen nur von uns selbst ein Menschenbild haben und von unseren Mitmenschen ein Tierbild, das, was man auf Trab bringen muss und wo man ins Schienbein treten muss und so weiter, da werden wir die Verhältnisse nicht ändern. Und dass Sie da Beiträge aus Mexiko oder Italien bringen, ich sehe das gerne an, ist ja interessant. Ne? Aber letzten Endes führt doch das dazu, dass wir sagen, naja, denen geht es ja noch schlechter wie uns. Ne? Also das ist, da kommen wir nicht weiter. Wir müssen uns an unsere eigenen Krawatte packen und müssen uns die Gretchenfrage stellen. Ich komme gerade von der Faustaufführung von gestern Abend. Wir müssen uns die Gretchenfrage stellen. Ist der Mensch Mittel oder Zweck? Und ich kann Ihnen nur sagen, nach meiner Berufserfahrung, wenn wir diese Gretchenfrage außer Acht lassen und uns nicht klar machen, der Mensch ist nie Mittel, immer Zweck, dann werden wir die Verhältnisse nicht ändern. Und dann gestalten wir tolle Büros, meinen, das wäre ganz toll, aber da haben sie auch nicht wieder alle getroffen. Also der Mensch ist nie Mittel, ist immer Zweck. Das ist unser Problem. Nur die Top-Manager, die dann besonders hohe Boni ausgeschüttet bekommen oder sich selber ausschütten, wenn sie noch mehr rauspressen. Arbeitsverdichtung ist dieser Euphemismus. Das heißt, noch mehr Arbeit dem Einzelnen abverlangen. Ja. Entschlacken heißt, die Älteren entfernen, an deren Stelle noch effektivere Jüngere reinsetzen, die dann noch mehr zu leisten haben. Und dafür werden diejenigen noch belohnt, die das bewerkstelligen. Und je schneller dieser Betrieb, dieser Konzern eben noch mehr Leistungen rausgepresst wird, umso höher werden die bestückt. Und da stimmt was nicht. Und aber da Wallraff, muss man, nur eine Überlegung ja, noch, ja. Da muss man doch auch sich die Frage stellen, so wie wir einen Mindestlohn nun versuchen zu erkämpfen, vielleicht demnächst durchsetzen, sollten wir überlegen, ob nicht auch Spitzengehälter irgendwo mal aufhören könnten. Das würde nämlich bedeuten, leidetwegen das 20 und 25. Ich bin da keine Gleichmacherei, um Gottes Willen. Leisten uns auch Lohn, wenn es wirklich eine soziale Leistung ist. Aber das würde ja bedeuten, ja, wenn die sich auf einem bestimmten Level 20, 25-fache des Mindestlohns, damit würden auch die unteren Löhne steigen, weil die sind natürlich interessiert, dass sie dann noch mehr verdienen, wenn die unteren Einkommen auch höher angesetzt werden. Ja. Genau, mit dieser Frage. Damit ist das nicht gelöst, aber wir müssen irgendwo anfangen. Wir können ja auf einer philosophischen Ebene die Welt schönreden und dann die Realität bleibt so, wie sie ist. Genau so habe ich mir das heute Abend vorgestellt. Es gibt genug Gesprächsstoff, dass mein Job hier zwischen den beiden Herren heute ganz einfach aussieht, weil wir schon mitten in einer sehr lebhaften Diskussion sind, die ich aber gerne wieder global öffnen würde. Sie verzeihen mir. Bitten, ob Sie mitmachen möchten. Können Sie sich vielleicht mal kurz melden? Wer glaubt hier, dass Sie ein angemessenes Gehalt oder einen angemessenen Lohn für das bekommen, was Sie tun? Wer glaubt, dass Sie angemessen bezahlt werden? Heben Sie die Hand, wenn Sie glauben, dass Sie einen angemessenen Lohn für Ihre Arbeit bekommen. Schauen wir uns mal an, wie viele Hände erhoben werden in Rom und in Mexiko. Ja, so ungefähr, also es ist ähnlich mit dem, was wir hier sehen. Und vielleicht gleich die nächste Frage. Wer ist glücklich mit der Arbeitszeit, mit den Stunden und mit dieser sogenannten Work-Life-Balance, also mit dem Gleichgewicht zwischen Arbeit und Leben, Work-Life-Balance und Anzahl der Arbeitsstunden? Wer ist glücklich damit? Alle heben die Hand? Nein, mehr heben die Hand als bei der letzten Frage. Von denen, die bei der ersten Frage sich gemeldet haben, die also glauben, dass sie angemessen bezahlt werden. Wer denkt von Ihnen, dass Sie eine gute Work-Life-Balance haben? Schön zu sehen. Das freut mich. Also entschuldigen Sie bitte, das ist doch ein Denkirrtum. Ich kann doch gar nicht angemessen bezahlt werden, weil meine Arbeit ist doch unbezahlbar. Wie wollen Sie Arbeit bezahlen? Bezahlen müssen Sie, dass der Mensch leben kann. Die Arbeit,
Arbeit ist völlig Ihre Arbeit ist unbezahlbar. Wenn Sie kein Einkommen hätten, könnten Sie die Arbeit hier gar nicht machen. Die Arbeit ist unbezahlbar. Wir müssen den Menschen ihr Leben ermöglichen und dann darauf ankommen lassen, dass sie sich einbringen. Das können Sie übrigens bei Erich Fromm gut nachlesen. Also das ist ein Denkirrtum und das, die ganze Konstruktion, wie das angelegt ist, geht in die völlig falsche Richtung. Ist uns der einzelne Mensch wirklich wichtig? Und wenn uns der einzelne Mensch wichtig ist, dann müssen wir dem einzelnen Mensch ermöglichen, dass er leben kann. Und erst wenn der Mensch leben kann, kann er auch arbeiten. Ich stimme dem absolut zu. Und ich glaube, das Problem ist, dass die meisten Leute an der Macht dem nicht zustimmen würden. Also die Leute, die zufällig transnationale Unternehmen unter sich haben und die, also das stimmt jetzt nicht für alle, ich mache ja natürlich eine Verallgemeinerung, und die das Gefühl haben, dass sie außerhalb des Gesetzes stehen. Und denen ist egal, ob vielleicht menschliche Leben draufgehen, wenn sie damit maximale Gewinne erzielen können. Schauen Sie sich mal Unternehmen an, tut mir leid, also berüchtigtes Beispiel. Ich habe gesagt, dass es so ist. Ja, aber wie kommen wir dahin? Wie können wir Exxon so weit bringen, dass sie verstehen, dass es nicht in Ordnung ist, was sie mit den Leuten in Bhopal machen, weil sie einfach nur ihren Gewinn maximieren wollen? Wie kriegen wir die Unternehmen so weit? Wie können wir sie dazu bringen, dass sie ihre Einstellung verändern? Und diese Frage möchte ich jetzt wirklich weitergeben. Also das ist eine Frage, die ich eben auch in Deutschland wieder aufs Podium bringen möchte. Die Rolle von Deutschland als die Triebkraft hier in Europa, als wichtiger Motor in Europa wurde gerade angesprochen. Herr Wallraff, unsere Rolle, wenn wir uns das globale Bild anschauen und auch auf europäischer Ebene, also dass wir eben durch unser Vorbild führen sozusagen, leading by example, und das machen wir im Wesentlichen eigentlich nicht, wir sind kein Vorbild. Und das Ganze kommt ganz besonders von Deutschland, dieses rhetorische, dass wir rhetorisch sagen, wir alle, wir arbeiten, wir müssen einen Schritt zurückgehen, wir befinden uns in einer Rezession, in der Wirtschaftskrise, wir müssen zurückstecken. Und ist es jetzt vielleicht so, dass die Wirtschaftskrise eine Ausrede dafür ist, dass man eben nicht mehr über die allgemeinen Arbeiterrechte reden muss in so einer Zeit? Das ist vielleicht eine Ausrede. Und wie ist das in Deutschland? Wie können wir das in Deutschland verändern? Und welche Möglichkeiten haben wir überhaupt als Journalisten hier tätig zu werden und als Aktivisten, Menschen in der Öffentlichkeit? Wie können wir unsere Politik verändern, sodass vielleicht Deutschland international ein besseres Vorbild wird? Ich meine, Deutschland sollte keinen Führungsanspruch beanspruchen. Wir leben in einem vereinten Europa. Ich war immer gegen den Nationalismus. Ich bin heute überzeugt, seitdem wir ein vereintes Europa anstreben, fühle ich mich erst recht als Weltbürger. Und von daher sollten wir voneinander lernen. Wir sollten von den Ländern lernen, die uns sozial und auch humanitär voraus sind. Da würde ich als Deutscher sagen, da können wir von den Skandinaviern lernen. Und die Arbeiterrechte sind selbst in Österreich stärker verbreitet. Nicht? Deutschland hat eine sehr starke Propaganda-Abteilung, nicht Ministerium gibt es nicht mehr, aber die Propaganda der Deutschen ist so enorm, dass andere meinen, die müssen hier wie gebannt auf uns schauen und das alles nachmachen. Und wir sind dabei im freien Fall hier Arbeiterrechte wirklich in Frage zu stellen und auch zu verlieren. Und von daher sage ich, wir sind in manchem auch ein Entwicklungsland. Wir haben keine Lebensart mehr. Wir sind dermaßen fixiert auf den Erfolg, auf den Status, auf das, was derjenige dem anderen voraus hat. Die Solidargemeinschaft ist ziemlich zerbrochen. Und auch in der Arbeiterklasse, den Begriff kann man fast nicht mehr verwenden. Die Kollegen, so sage ich das, nicht meine Schriftsteller oder Journalistenkollegen, das sind die, mit denen ich die Arbeit geteilt habe in den verschiedenen Rollen. Und aus dem Grunde mache ich jetzt auch, aus meinen Honoraren, habe ich eine Stiftung gemacht, wo andere jetzt unterwegs sind, wo ich altersbedingt und geschlechtsspezifisch nicht mehr reinkomme, die jetzt in diesem Bereich unterwegs sind. Da wird es demnächst eine Fernsehserie Tim Wallraff geben. Und in diesem Zusammenhang werde ich meine Wenigkeit mit einbringen, das alles auch sichtbar zu machen. Aber wir können lernen von vielen Kollegen aus Italien. Mensch, was haben die für ein Selbstbewusstsein, die da zu Wort kamen? Bei uns ist das zum Teil abhanden gekommen. Wir sind ausgelaugt, wir sind desillusioniert, frustriert. Wenn Sie die Kollegen sehen, mit denen ich unterwegs war, die gehen schon gar nicht mehr zur Wahl. Die sagen, die Politiker sind doch alle gleich, was nicht stimmt. Ja? Wir müssen aufpassen, dass wir, da sehe ich wieder, haben wir etwas voraus, wir haben keine rechtspopulistischen Politiker in Deutschland.
Wir haben einen starken Antimilitarismus in Deutschland. Da habe ich ein bisschen mit dran gearbeitet. Und von daher gesehen müssen wir aufpassen, dass wir nicht in Gesamteuropa wieder rechtspopulistische Parteien kriegen. Da müssen wir als Deutsche gegenwirken. Und da haben wir auch Möglichkeiten. Die Frage ist jetzt, wer steht jetzt da an der Front und wer spricht heutzutage für die Arbeiterrechte? Wer setzt sich dafür ein, dass die Bedingungen sich verbessern? Es wäre wirklich interessant, Herr Werner, Sie haben Ihre Ideen vorgestellt und wir alle im Podium und auf der ganzen Welt, wir sind absolut einverstanden mit dem, was da gesagt wird über das Basiseinkommen, über ein unbedingtes Basiseinkommen. Aber wer ist jetzt wirklich offen für diese Ideen in Deutschland, aber auch international? Wer ist da wirklich offen dafür? Wer hat da offene Ohren, wenn Sie darüber reden? Ja, also offene Ohren hat jeder dafür, der ein Interesse an anderen Menschen und an der Welt hat. Und die Fragestellung halte ich schon für sehr problematisch. Es geht denn darum, ob Deutschland ein Vorbild ist. Es ist die Frage, ob ich oder Sie und Sie und Sie und Sie und jeder Einzelne von uns ein Vorbild sein will. Darum geht's. Nicht, ob Deutschland ein Vorbild ist. Es kommt heute auf das Individuum drauf an. Jeder Einzelne muss sich fragen, bin ich jemand, der so sich verhält, dass er das verantworten kann? Und nicht sagen, ja, die anderen und die, nein, es fängt bei mir an. Wir müssen selbst bei uns anfangen. Und dann finden wir auch den richtigen Weg. Und es fängt immer beim Denken an. Die Frage ist, können wir die Dinge so denken, dass es angemessen ist, den Verhältnissen? Darum geht's. But do you see the discussion progressing? Aber geht es da voran in der Diskussion? Geht das in die Richtung, wo man hoffen kann, dass das Ganze tatsächlich eines Tages umgesetzt werden kann? Ja, ganz klar. Sonst wäre alles das, was in der Vergangenheit entstanden ist, wäre gar nicht entstanden. So maybe you can give a little bit of an update. Vielleicht können wir mal sagen, was da momentan passiert. Vielleicht aktuelle Informationen zu dieser Debatte. Was ist jetzt momentan das, was da an Aufregung passiert momentan? Können Sie uns dazu was sagen? Also was wir zum Beispiel, was aufregend passiert ist, dass in der Schweiz in den nächsten 3 Jahren eine Volksabstimmung darüber stattfinden wird, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt wird. Das ist doch was absolut Tolles, ne? Also dass gerade in der Schweiz, ne, die so einen Einfluss hat auf die ganze europäische Kultur, unterschätzen wir alles, ne? Aber das wird kommen, ne? Das wird früher oder später kommen. Und die Frage ist doch, im Mitmenschen miteinander, bin ich bereit, dem anderen Menschen die Teilhabe zu gewähren, damit er teilnehmen kann? Schauen Sie mal, als Unternehmer habe ich doch das gelernt, wenn ich jemanden einstelle und dem kein Einkommen gebe, dann kann er nicht bearbeiten bei uns, ne? Muss ja was anderes machen. Ne? Und da bin ich dahinter gekommen, dass es ein Denkproblem ist, eine kopernikanische Wende in unserem Denken, dass man nicht arbeitet, um bezahlt zu werden, sondern dass man bezahlt werden muss, um arbeiten zu können. Und das muss jeder Mensch. Wir brauchen das Einkommen, um zu leben. Da könnte man sagen, na gut, für was brauchen wir noch die Arbeit? Ja, warum brauchen wir denn die Arbeit? Das ist doch das Thema hier. Die Arbeit brauchen wir, um über uns hinaus zu wachsen. Das bedeutet natürlich, dass wir bestimmte niedere Arbeiten auch aufwerten. Dass die Arbeiten, die zurzeit besonders schlecht bezahlt, besonders entwertet sind, verachtet sind, dass die überhaupt einen ganz anderen Rang kriegen. Herr Wallhaff, die brauchen wir nicht aufwerten, sondern wenn Sie haben wollen, Sie können ja gar nichts mehr für sich selbst machen. Wenn Sie haben wollen, dass jemand was für Sie tut, dann müssen Sie einen attraktiven Arbeitsplatz schaffen, sonst müssen Sie es selbst machen. Das ist doch ganz logisch, ne? Ich denke, die Situation ist so, dass auf der einen Seite das Konzept wirklich so klar ist und so greifbar, aber in der tatsächlichen Welt, in der wir heute leben, sieht das Ganze wirklich sehr weit entfernt aus für viele von uns. Ich bin da nicht ganz meiner Überzeugung, ich bin da noch schwankend, weil es wieder die Gesellschaft spaltet in diejenigen, die dann das Grundeinkommen haben und nicht animiert werden, sich sonst wo zu verwirklichen. Andererseits sage ich, wenn es da ist, und das sehe ich wieder positiv, würden bestimmte entwertete Arbeiten nicht mehr gemacht werden. Das heißt, sie würden aufgewertet und von daher würden sie auch höher bezahlt. Das spricht dafür. I'll jump in here, because I think that's a really interesting part of the debate. It comes back to the point of, like, ganz interessante Debatte jetzt. Also wer wird denn die Müllarbeit leisten, wenn alle das Grundeinkommen haben? Wird dann die liegen bleiben? Also was wird passieren, wenn der Manager das Einkommen eines Müllmannes hätte und umgekehrt? Also dann muss man wirklich Arbeit neu bewerten, gemäß dem Beitrag, die man zur Gesellschaft leistet.
Noch ein letzter Aspekt. Ich habe ja schon gesagt, der macht mich sowohl traurig wie auch glücklich. Was bewegt denn die Menschen da draußen auf der Straße? Welche Themen haben die Leute aufgeregt? Weswegen haben sie sich in der Gesellschaft engagiert? Und das Letzte, woran ich da denken kann oder was mir da einfällt, war die Occupy-Bewegung. Da sind die Leute wirklich auf die Straßen gegangen, auf der ganzen Welt. Denn wir brauchen genau diese Einstellung. Und 99% bitten, dass 1% auf der Welt weniger gierig zu sein. Das macht mich natürlich glücklich, weil wir hier natürlich diese globale Zusammenkunft haben. Alle Leute sind auf die Straße gegangen, von Nigeria bis hin zu New York und Berlin und hoffentlich auch in Mexiko. Und die Leute sind alle aus denselben Gründen auf die Straße gegangen. Aber ich bin auch gleichzeitig traurig, weil dieses 1% nichts gemacht hat. Die Banker haben es einfach nur ausgesessen. Nun lautet die Frage, wo nehmen wir diese Energie und das Potenzial als Gesellschaft her, um dazu einen Beitrag zu leisten, dass dieses 1% endlich mal die eigene Einstellung ändert. Vielleicht darf ich das noch als Schlussfrage stellen und auch herumgeben, damit auch die Referenten in Rom und Mexiko noch etwas dazu sagen können. Esther, wie können wir die Dynamik und das Potenzial nutzen? Wir waren so nah dran. So we answer from Rome. Also. Ich möchte noch eines hinzufügen. You said that we need conflict. Sie haben gesagt, dass wir einen Konflikt brauchen. Aber wir brauchen auch Institutionen, wir brauchen eine neue Gesellschaft, wir müssen eine Gemeinschaft aufbauen, wir brauchen Networking, wir müssen Gemeinschaften organisieren. Und das muss in der Gesellschaft geschehen. Und vielleicht wäre Folgendes eine interessante Lösung, und darauf bestehe ich jetzt, weil ich bin Journalist, und als Journalist entdecke ich sehr viele faszinierende Dinge an der freiberuflichen Tätigkeit und der prekären Art zu arbeiten in Italien. Ich habe gesehen, dass etwas um sich greift in Italien, etwas, was in Europa allmählich verloren ging oder im Verschwinden begriffen war. Also diese Solidaritätsbewegung, das ist etwas, was es kaum mehr gab. Und diese Solidaritätsbewegung habe ich jetzt unter den Arbeitern gesehen, ganz besonders Arbeiter, die nicht das Gefühl haben, dass der Wert ihrer beruflichen Qualifikationen oder der Wert ihrer Arbeit nicht mehr anerkannt wird. Die beschäftigen sich jetzt damit, eine neue Gesellschaft sich vorzustellen. Und was jetzt eigenartig ist, das ist, dass sie die gleichen Instrumente verwenden, die Europa verwendet hat zwischen 1820 und 1880. Also da geht es um Solidarität, und sie greifen hier auf die Vergangenheit zurück. Aber dieser Rückgriff auf die Vergangenheit zeigt uns sehr viel über die Zukunft in Europa. Wenn Sie all diese Anmerkungen aus dem Publikum in Mexiko oder in Rom hören und wenn Sie das jetzt in Beziehung zu dem setzen, was wir schon diskutieren, also wir haben ja gesprochen, dass man da individuell seine Einstellung ändern muss. Was für ein Gefühl haben Sie da? Wie kann man sagen, dass diese Philosophie eines Tages Realität sein könnte? Ja, wir brauchen im Prinzip eine internationale Aufklärungsbewegung. Und das heißt, ändert euren Sinn. Das steht ja schon im Neuen Testament. Ne? Also das ist der Punkt. Und wenn wir nicht bereit sind, die Dinge neu zu denken, dann werden wir die Probleme nicht lösen. Und der Mensch lernt ja bekanntlich durch Einsicht, das wäre neues Denken, oder durch Katastrophe. Dass man manchmal auch einfach Mut zur Utopie haben muss. Ja, dass es oft dahingestellt wird, das lässt sich ja schön an Ihrer Stelle sagen, das Ganze mit dem Grundeinkommen. Aber schauen Sie mal, die Utopie ist doch das Wichtigste. Alles, was für uns heute selbstverständlich ist, war mal Utopien. Wenn wir die Zukunft gestalten wollen, dann müssen wir heute die Utopien denken. Ich habe ein ähnliches Zitat von Ihnen gelesen, wo drin steht, sowas wie Frauenrechte in der Arbeit, andere Rechte, die wir heute als selbstverständlich nehmen, die waren mal auch Utopien und undenkbar. Es ist alles von einzelnen kleinen Gruppen vorgedacht und vorgelebt unter großen
Kämpfen, Errungenschaften dann irgendwann durchgesetzt worden. Das heißt, unsere heutigen positiven Rechte, Frauenrechte, Kinderrechte, Arbeitsschutzgesetze, wenigstens auf dem Papier, waren mal die Visionen und Utopien der früheren Generationen. Ja.